Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne ein Mini-Haul zeigen. Ich war gestern im Action und heute im DM und im Teddy und es durften ein paar Kleinigkeiten mit. Und wenn ihr auf das Video gespannt seid, dann bleibt gern dran, holt euch was zu trinken und bleibt gern dran, immer noch. Und habt viel Spaß bei diesem Video. Fängt ja schon wieder gut an, ne? Beim Teddy habe ich diese süßen Vögelis gesehen, gefunden und für 3 Euro, ursprünglich 3,55 €. Aber ja, mit Beige und so und passt hier perfekt in unseren Flur rein und daher habe ich sie mitgenommen. Ich habe ja nicht genug hier Porzellangedönsel. Und dann für 1 Euro jeweils diese Scrunchies, diese Kabelgedönsel hier, Gummis. Jo. Falls mir der eine kaputt geht und ich halt in meinen Haaren einfach die in Lieder habe. Dann war ich noch kurz im DM in der Hoffnung, dass ich hier diese Palette bekomme von der Essence LE Golden Days Ahead. Palette heißt 01 Living for Golden Drama. Fast 7 Euro kostet das Teilchen, aber ich wollte es unbedingt haben wegen den Schimmertönen. Ich habe auch den und den und den gab es als Swatch und also als Tester und da habe ich natürlich geswatcht und das Schimmer war schön. Ich finde die Palette passt zu mir, passt zu meinen Haaren. Ich mag gern lila, rosa, pink Töne. Das Gold ist mir wahrscheinlich zu warm, aber der Peachy Ton ist schön und der hier vor allem, den kann man auch viel machen. Der ist nicht so meins, matt, semi-matt. Der ist hier peachy. Ja, auf jeden Fall duftet die mit und ich bin happy und freue mich, die morgen schon gleich anzuwenden. Es wird gleich ein Foto gemacht und dann geht's los und dann gucke ich, ob ich sie behalte oder ob sie eventuell enttäuschend für mich ist. Jo, für mich nach 100 Jahren weiter und für euch sofort. Ich hatte lauter Unterbrechungen hier von der Family. Ja, was war ich jetzt? Genau, DM. Dann war ich ja gestern beim Action und habe hier so ein süßes Schätzchen gefunden. Das war auch das einzige hier mit dem, so Muster ist es nicht, aber diesen holzigen Sprüngel da. So ein schöner Teelichthalter, den nehme ich für die Küche, für meine Vögelchen. Vom Flohmarkt. Das stelle ich dann in die Mitte und die Vögelchen dann drumherum. Dann habe ich mir von diesem The Beauty Depth Rose Water Bubble Face Cleanser mitgenommen. Ja, was auch sonst. Ist lauter Bubbles. Ich bin mal gespannt, wie der so ist. Ist recht fest, nicht so schwabbelwabbel. Ich bin mal gespannt. Ich hatte das mal schon in der Tube, so ein Waschgel, und ich mochte das. Und das Waschgel, das Gesichtswasser davon liebe ich ja so. Und da durfte der Kleine hier Schnuffel von 200 ml und Pumpi mit. Finde ich klasse. Kann ich auch anderweitig benutzen. Und der Pumpi geht bis zum Boden. Mega. Und rosa und überhaupt. Fand ich toll. Da werde ich auch auf jeden Fall meine Waschgele jetzt drin aufbewahren. Und mal nochmal Schnüffele hier. Das Rose Water. Das ist genauso richtig wie das andere. Was hat er? Ja, noch besser sogar. Das riecht wie frisch gewaschene Wäsche. Oh mein Gott, ist das schön. Ich freue mich total drauf. Softly make up dirt and yeah, your face will feel clean. Schaumreiniger mit Damascena Rosewater in das nasse Gesicht. Ja, mega. Freue ich mich, was ich noch eingekauft habe, ist Exfoliating Formula Peeling Face Mask mit Fruit Extract mit AHA und BHA und Crazy Candy Apple. Ich bin ja mal gespannt in so ein glasierter Apfel. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hätte das hier auch mal
Pack's mal aus. Mal gucken, was das für ein Gedönsel ist. Ich habe das schon bei einigen gesehen. Ach, hier ist extra eine Beschreibung einzeln. Ah ja. Extra da. Guck mal. Da. Die Lücke hier. Jo, Achtung, nicht aufgereizter, geschädigter Haut, entzündeter, trockener, empfindlicher, gepielter oder sonnenverbrannter Haut anwenden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Ja, und wie geht der ganze Zirkus hier? Ja, steht das jetzt hier nicht drauf oder was ist das für ein Zirkus? Das geht mir schon auf den Keks. Da, Peeling-Gesichtsmaske, angereichert mit AHA, bla bla. Gebrauchsanweisung in der Verpackung, sorgfältig durch. Ja, wo steht denn das dann? Und ich schmier mir das einfach ins Gesicht. Ihr Gesicht 5 Minuten lang mit einem lauwarmen Handtuch aufwärmen. Ah ja. Die Maske gleichmäßig mit ihren Fingerspitzen auftragen und dabei ihre Haare, Augen, Augenbrauen und Lippen ausspannen. 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, mit lauwarmem Wasser abspülen, um eventuell verbleibende Reste zu entfernen. Okay, na dann, wissen wir Bescheid. Ach, das ist so ein Pumpi. Ich habe gedacht, das wird so ein komischer Stick. Na, ganz toll. Ich habe mir das ganz anders da wieder vorgestellt. Aber es gibt noch diese komischen Sticks, habe ich auch gesehen, aber den habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich wollte jetzt nicht unnötig wieder irgendwelche Masken mehr anschleppen, weil ich habe genug. Naja, wir werden es erleben. Ich werde berichten, wahrscheinlich mache ich euch wieder ein Bild, wenn ich es aufgetragen habe, wie ich aussehe wie ein Horst, aber egal. Mache ich gerne und ja, so viel dazu. Dann habe ich Geburtstagskarten mal mitgenommen. Hier so schön, ne? Seht ihr gar nichts wahrscheinlich. So, hier. Einmal so. Und dann einmal so, weil ich sowas total mag. Was Schlichtes und irgendwie Edles. Ja, das mal mit. Es durfte auch nur eine einzige Maske von. Weiß ich nicht. Mit Erdbeere, Bamboo, Sheet Mask, Refreshing Strawberry, 35% less plastic packaging, vegan, ein pre-treated, keine Ahnung, one pre-treated, ich weiß nicht. Ja, eine einzige durfte mit. Da waren noch andere mit den Cinderellis und so, aber ich habe noch einige Masken und ich bin froh, wenn ich zumindest bis nächsten Monat noch einige aufbrauchen kann. Und ich habe jetzt auch in Zukunft nicht mehr vor, so viele Masken mir anzusammeln. Warum ich eigentlich bei dem Action war, waren die Schälchen, weil meine Freundin Kathi mir gezeigt hat, dass es diese süßen Katzenschälchen gibt. Die sind auch sehr dick und robust. Da habe ich 2 rosane mitgenommen. Die hat knappe 2 Euro gekostet. Also gab es 2. Oh, die sind so schwer. 2 rosane. Und es gab auch 2 weiße für die Mädels. Ja. Happy, dass ich die bekommen habe. Es gab nämlich nur 2 weiße und der Rest nur rosa. Jo. Und dann durfte noch Getränke mit. Und das einfach nur so mal zum Mittag oder Abendessen. Also, das ist kein Energy Drink, das ist nur so Limo-Gedönsel. Watermelon Fruit Drink. Dann gab es noch einen Tropical Fruit Drink. Den werde ich auch gleich zum Mittagessen trinken. Und dann von den Chupa Chups gab es noch eine neue Sorte Melon and Cream Flavor. Den hatte ich noch nicht, also durfte der auch mit. Und somit war das der ganze Einkauf. Kurz und knapp. Aber ich habe euch ja auch schon angekündigt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, dass ich auch in Zukunft weniger einkaufen werde. Es wird auch nicht mehr so viele Holz geben. Ich war auch im Action gewesen. Im Action, oh mein Gott, ey. Ich war im, wie heißt der denn, Taco.
Und auf der Suche aber gezielt nach einem langen Rock leider nicht gefunden. Ich war im Enstings Family, da gab es auch keine Röcke, da gab es nur irgendwelche Kleider und komische Oberteile. Auch nicht meins. Und dann beim Kick habe ich auch keinen Rock gefunden. Ich war so ein bisschen Walla Walla, so schön Maxi Rock. Ich liebe das. Ich trage momentan nur noch Röcke. Und ja, mir fehlen noch einige Farben in meiner Sammlung. Und ja, deswegen wollte ich mir welche zulegen. Und ich werde mir welche bestellen. Ich habe mir schon welche Screenshots gemacht. Und da werde ich mir wahrscheinlich welche bestellen. Und ich habe keinen Bock rumzufahren. Ich habe auch gar keine Zeit dafür. Ja, daher werden nicht so viele Holz mehr kommen. Ich werde alles versuchen, auch haushaltsmäßig aufzubrauchen, was diese Allzwecktücher angeht, außer da ist jetzt mal eine Sorte mit Zuckerwattengeruch oder so, aber der Rest ist alles das gleiche. Putzmittel habe ich, ich habe Waschmittel, ich habe Weichspüler, ich habe alles en masse. Ich brauche einfach gar nichts. Ich will einfach durchhalten irgendwie, aber so No-Buy werde ich mir nicht einlegen, auf gar keinen Fall. Das packe ich wahrscheinlich nicht. Da veräpple ich mich selbst. So kleiner Haul ist in Ordnung. Das war jetzt nicht viel Geld. 5 Euro beim na, beim Teddy, 7 Euro bei DM und knappe 18 Euro oder 19 Euro rum, 18 irgendwas beim Action. Und ich finde, das ist noch voll vertretbar und für die Kleinigkeiten sowieso schon viel zu teuer. Aber ich gehe am Sonntag auf den Flohmarkt wieder. Ja, das ist jetzt mein neues Hobby. Und da habe ich mir Geld zur Seite gelegt und da gehe ich auf 2 Flohmärkte sogar. Und ich freue mich dermaßen. Ich gehe lieber auf den Flohmarkt, als dass ich irgendwo einkaufen gehe. Und da schaue ich auch nur gezielt auf irgendwas. Ich gehe da nicht hin, weil ich was kaufen muss. Aber es muss irgendwie mein Herz, ne? Es muss einfach ja, für die Dinge schlagen und sagen, oh, das ist es und das kriegst du sonst nirgendwo. Und ja, deswegen, da freue ich mich am meisten drauf. Jetzt habe ich euch genug vollgebabbelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Aktiviert gerne das Glöckchen, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ich ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.